Was geht's denn, liebe Leute? Hier ist wieder Crash 4089 zurück bei Let's Play Yo-Kai Watch 2 Kräftige Seelen. Die erste Smogmaschine haben wir jetzt zerstört und uns fehlen noch zwei weitere. Ups! Und da renne ich mitten in ein fieser Yo-Kai rein. Oder. Ja. Nein, das sind alles Yo-Kai, die bereits kontrolliert worden sind. Ich weiß nicht, nein. Ich überspringe mal den Kampf. Sie sollen selber mit den Gegnern auffangen. Das wird schon. So. Das sind alles Yokai, die von dieser Yokai besiegt sind. Oh, nice one. Shogunian geht echt ganz so gut ab. Selbst besser als Zangensa. Guck sie das einen an. Wie Angriffskraft er drauf hat. So was gefällt mir natürlich. Oh ja, Level Up für Tante Herzi. Gibt noch eine Mini-Kugel oben drauf, aber ist nicht der Rede wert heutzutage. Bring dich ins Chaos, wenn unter dich mit chinesischer Prozedur. Du kannst viel schreien, weinen, wie du willst, du kannst nicht fliehen. Nein, ich bin jetzt im Arzt! Das könnte wirklich gefährlich für das Kind werden. Vor allem, wenn die medizinische Prozedur nicht benötigt wird. Nee. So, das sind die Krabbenläden. Oh. Also es wird eh mit dem Fern angezeigt, ich tapp es. So. Warum benutze ich eigentlich auch nicht das Fahrrad? Und bin schneller unterwegs. Ich muss nur aufpassen, dass ich in den Ruheköpfe nicht reingerate. So. Da oben. So. Los damit! Miss Erika. Ich bin Miss Erika und das wird sehr schmerzhaft für euch. Warte kurz. Es ist nicht meine Art, eine Dame zu attackieren. Oh, geht es dir wirklich darum oder hast du Angst? Angst? Ich hab keine. Du bist ein Kröten-Yokai. Und ich bin ein fieser Schlangen-Yokai. Ich kriege deinen Blick des natürlichen Feindes, lässt dich erstarren. So sagst, werde ich dich wohl zu bekämpfen müssen. Aber keine Angst, ich mach dich schnell fertig. Oh, ich habe keine Angst. Schlangen spielen gern mit ihrer Botte und verlängern ihre Fallen die Schmerzen. Halt mir, Frosch. Fesch, Frosch, Late. Natürlich. Tja. Dann los. So, jetzt kann ich mal meine Ulti. Seelen raushauen. Erstmals alle Werte erhöhen. Ja, auf Werte. Und jetzt hier. Zangenzar. Ein heftiger Ulti-Angriff benötigt. Guillotine! Jetzt bist du dran. Zangenzeit sieht nicht gut aus. Samurai Staccato! Mach sie jetzt fertig! Jawohl! Da geht sie down, da geht sie down. So wollen wir das doch sehen. Sei nicht so erfreut, dass du mich geschlagen hast. Ein schlechter Verlierer, hm? Ziemlich erbärmlich. Ihr Narren habt keine Ahnung von Frau Vergelt's angsteinflößender Macht. Ich freue mich auf ihr Gesicht, kurz bevor sie euch zerstört. Nervig bis zum letzten Moment. Zeit, mich um diese fürchterliche speiende Maschine zu kümmern. Dann mal los. Zack, zack und bam. So viel mal zu der hier. Jetzt kein Smog mehr. Gute Mathe, Frosch. Kein Problem, hat sogar Spaß gemacht. Okay, los, weiter geht's. Auf jeden Fall. Und bären wir uns damit. Ja,
Eine fehlt noch. Oder waren es vier? Nein, es waren insgesamt drei. Ich mag das schon am Pfeil hier. Nehmen wir uns diese Smogmaschine hier vor. Und vermeiden noch mehr Beseelungen von unschuldigen Menschen. So. Dazu müssen wir zum Kalebassenteich. Waren wir da schon mal? Da passt nicht, ne? So. Da ist die letzte Smogmaschine. So, also dich mal ein bisschen meine Yokai heilen. Wieder mit den Flammenreißbälle. Würde ich auch mal aufbrauchen hier. So. Ich habe bessere Reißbälle als das, also werde ich das jetzt nicht brauchen, um Yokai zu anzuwerben. Dasselbe gilt auch für Milch, weil ich habe eine Kaffeemilch. Sogar Fruchtmilch. Meine Sehensanzeige dann komplett oder so gut wie möglich auf. Haben wir da noch mehr Getränke? Um die Seelenanzeige zu füllen? Ja, ein Seelentee. Ja, mehr brauchen wir eigentlich nicht. So. Schluss mit deinem Treiben. Ganz so. Ich bin ganz so, meinst du, dieser Yokai? Dickköpfig und geistlos. Die schlimmste Art von Verbrecher. Du musst große Worte ab. Ich aber verteidige das Gebiet für Frau Vergelt. Das ist ein wichtiger Fleck. Gut, dass ich hier bin, um ihn dir wegzunehmen. Fieser Junge, übernehmen bald die Stadt. Du kannst das nicht stoppen. Falsch, eigentlich will ich mich nicht einmischen, aber ich mag dich nicht. Die Stadt ist mir ins Herz gewachsen. Ich lasse zu, dass ihr sie ruiniert. Wir müssen wieder Frieden nach Lenzhausen bringen, Nate. Das heißt, dieses Gesindel loswerden. Richtig! Ich werd dich los, Geist! Versuch's ruhig! Versuch's ruhig! Okay, jetzt der Kampf gegen Gonzo! Ich glaube, ich sollte mal das den normalen Kampfablauf überlassen. Ich glaube, ich brauche jetzt kein Ulti-Seel. Au! Oder doch? Oh, okay. Ja, Shogun, ja, ist zwar stark in Angriff, aber hat leider keine so gute Verteidigung. Aber wir haben's. Frau Vögel, hab verloren. Tut mir so leid, und frustriert halt. So. Der komische Smog scheint für diesen Gerät auszuströmen. Also was denn jetzt? Oh, mal gucken. Das muss wichtig sein, wenn ein starker Joker ist. Kannst du es bewacht? Du musst es auf jeden Fall abschalten. Ha! Und Feuer, und das war's. Ja, das soll ja reichen. Danke, Kirby. Ich kann nicht glauben, dass dieser Mensch mir dankbar ist. Aber egal, wir müssen uns um mehr Fieser-Joker kümmern. Kirby ist zwar ein Miesepeter, aber er hat recht. Lass uns weiterziehen. Sehr gut, Nate. Jetzt hört die Wolke auf, wenn sie sich auszubreiten. Was ist los, Whisper? Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich spiel. Sehr kraftvoll, ist im Süden der Stadt. Kraftvoll als die elitären Fieser-Joker ist es, Frau Vergelt? Es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Na dann, begeben wir uns hin. Vorher habe ich hier was gesehen, was ich gerne aufsammeln möchte. Eine Hühnerkeule. So. Im Süden der Stadt, hm? Ja, weil es ist immer noch. Es ist immer noch eine verflixte Wolke zu sehen. Und dabei haben wir hier schon längst. Ah,
alle Smogmaschinen zerstört. Ja, sorry. Wir müssen einen Umweg machen. Bei den Stahlwerken. Na, komm. Lass mich bloß durch. So. Ah, da sind wir. Da ist noch ein fieser Yokai. Na denn? Knüpfen wir ihn uns vor. Ach, Moment. Da muss ich noch heilen wieder. Da gehen sie hin, meine Pflaumen raus, Bälle. Mann, ey. Blöder Husten. Erkältung. Verheerer. Ah, der große General. Ach, Gnioslas. Ja, aber zur Rat, mich anzugreifen. Sparte den Sarkasmus, du machst hart, aber jetzt lernst du mich kennen. Ich bin Verheerer, der Beste der Besten. Erst Sahne oder Pudding. Vorvergelds Plan ist nicht mehr zu stoppen, aber der Kampf wird Spaß. Er wirkt sehr stark, Nate, sei vorsichtig. Ich mach mir keine Sorgen. Gute Einstellung. Mit mir. Zum Spaß machen zu vernichten. Uns macht es Spaß machen, dich zu vernichten, Freundchen. Okay, diesmal würde ich auch meinen Ulti-Seal einsetzen. Johnny ist klar. Critical Hit. Spast, ey. Ich muss wiederbeleben. Wenn ich das noch darf. So, liebes Tantchen. Wir müssen noch reinigen hier. Ja, und noch gerade noch rechtzeitig gereinigt, bevor er endgültig erledigt wurde. Nice one! Oh, vergib mir, bevor ich dich versorgt. Herbert, schade, dass einfach nicht besser eingesetzt wurde. Ich hoffe, das letzte Smogmaschine. Auch wenn nicht, ist sich ausgesmockt. Ja! Na also. Was für Doppelschlag, das sollte sein Fett. Das war kein Ende bereiten. In der Zeit ist jetzt wieder alles beim Alten. Seid ihr sicher? Sieht nicht so aus. Was sollen wir tun? Oh, Hovonian. Hier seid ihr. Hört zu, Nathaniel hat Frau Vergelds Versteck gefunden. Echt? Ja, sie ist im Süden der Stadt bei der Abendbrot Manufaktur GmbH. Abendbrot Manufaktur GmbH. Gibt es hier ein Echo? Warum wiederholst du diese Information? Ich mache einfach gerne große Damage-Verkündungen, okay? Verstehe. Stehe ich total auf zur Abendbrot Manufaktur GmbH, Nate. Bist du sicher? Na schön. Wie gehen wir uns jetzt gleich hin? Ja, der Smog ist immer noch vorhanden, wie ich sehen darf. Aber jetzt geht es ab zu der Manufakturfabrik. Okay, das Tor öffnet sich. Dann können wir zu Frau Vergelds Versteck vordringen. Das Tor ist verschlossen! Und Frau Vergeld ist hier? Ja, ich habe Goldie und Silvi reingehen sehen. Bitte, wie? Bitten wir die Kräfte. Seelen- und Knochengespitzter Yokai um Hilfe. Maximum braucht keine Hilfe. Ich kümmere mich da selbst drum. Sei doch nicht so. Er ist ganz alleine hier eingegangen. Und das war vergessen, was Stück ist es. Nicht sicher für ihn, allein zu sein. Ich denke, das sollten wir ihm folgen. Hovonian, die solltest du haben. Deine Milchflaschendeckel, die sind dir wichtig, richtig? Ah ja. Ja, sie sind Symbole der Freundschaft. Danke, Nate. Also, lasst uns gehen. Sieht so aus, als könnten wir über diese Mauer klettern, Nate. Okay, los geht's.
Na denn? Über die Mauer! Ja. Ich muss dann schon noch ein Stückchen weitergehen, bevor ich da runter kann. Ja, hier sehe ich schon die Markierung. So. Dann ihm nach. Hier durchkriechen. Nein, nicht nochmal. Ja, zurück, so. Da ist nämlich eine große Kugel, nice. Sehr schön. Aber die hebe ich mir noch ein bisschen auf. So, wie komme ich aber jetzt hier? Wie geht's jetzt hier weiter? Ich muss dich ja durchkriegen. Und gibt's einen Schatz? Aber das ist schon alles hier. Aber Moment, ich glaube, ich kann da was kennen. Hä? Es sag schon. Wie jetzt? Gibt's hier irgendwo eine. Oh! Jetzt sehe ich die Leiter erst. Ja, man müsste auch ein bisschen hindrehen. Na also. Jetzt klettert er mal da hoch. Auf den Rohren spazieren, natürlich. Sonst haben wir eh keine Probleme oder was. Ja, was denn? Oh. Da ist wieder eine Leiter. Okay, ich soll ein bisschen drehen lernen. Was soll's, so. Der kam eh nix. Jetzt sind wir jedenfalls drin. Aber wir geben uns dann im nächsten Part rein. Ja, sorry, ich habe jetzt leider nicht mehr so viel Aufnahmezeit. Ich muss also die Parts kürzer halten in nächster Zeit. Ich hoffe, das macht euch nichts aus und ihr seid auch wieder beim nächsten Mal mit dabei. Also seid gespannt, klickt da rein. Euer Crush wurde fickt in einen Daumen hoch, wenn es wie immer gefallen wusste. Und Kommentar auch nicht vergessen. Und sehen wir beim nächsten Mal. Also, bis zum nächsten Part von Let's Play Yo-Kai Watch 2. Kräftige Sehen. Also, auf Wiedersehen und tschüss, Leute!